Hallo und herzlich willkommen bei Hümer TV. Wir präsentieren euch heute den Kultkarawan aus dem Hause Hümer, den Ariba Touring. Wir haben ihn dastehen als Triton 430 mit GT-Paket. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bevor wir mit dem Video starten, natürlich immer wieder mein Reminder, es würde mich mega freuen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dass ihr unseren Channel abonniert und dabei unbedingt auch nicht die Glocke vergessen. Also, dann würde ich sagen, legen wir los. Also, wir fangen natürlich mal wie immer außen an und was den Ariba Touring natürlich auszeichnet, ist dieses voll verzinkte Rohrrahmenchassis. Das heißt, das Fahrzeug hat eben durch dieses Rohrrahmenchassis diese aerodynamische Optik mit den schönen Bugfenstern vorne, links und rechts. Der hat sowas ähnliches wie ein Airstream, aber trotzdem ist der Ariba nochmal für sich selbst ein richtiger Kultkarawan. Und wir haben ihn jetzt dastehen, wie schon angesprochen, mit dem GT-Paket. Dieses GT-Paket beinhaltet einmal hier diesen Steinschlagschutz. Es ist so ein Blechchen, etwas geriffelt, das auch den Karawan vor Steinschlägen schützt, wenn Steine aufgewirbelt werden durch die Fahrt vom Auto. Wir haben jetzt hier ein Metallic-Glattblech, ja, in einer Metallic-Farbe. Und was wir dann noch dabei haben, sind zwei Utensilientaschen bei dem Touring. Wir haben jetzt hier noch den Deichsel-Fahrerträger. Dort, um den jetzt praktisch nach vorne zu klappen, löse ich einmal hier diese zwei schwarzen Hebel. Ganz easy. Kann den jetzt natürlich schön nach vorne klappen und dann auch hier auf meinen Gaskasten zugreifen ohne Probleme. Hier passen dann auch zwei 11 Kilo Gasflaschen rein. Ich habe natürlich dann hier auch die Möglichkeit, eine Duo Control einzubauen. Ja, genau. Mache ich das gerade mal wieder runter. Der Fahrradträger einmal wieder zurück. Ganz simpel. Serienmäßig jetzt auch beim Touring ist die Anti-Schlinger-Kupplung, die selbst nachstellenden Bremsen. Aber ansonsten, wie man es kennt, ein normales Alco-Chassis vorhanden. Ich finde jetzt ganz cool von der Optik her diese Deichselabdeckung mit einem Riffelblech. Das ist auch einzigartig, das gibt es sonst eigentlich nur bei dem Touring. Man kann ja sagen, was man will von dem Touring, aber ich persönlich finde, dass er schon sehr kultig rüberkommt. Ein cooles Auto, wirkt stimmig. Man merkt jetzt auch hier, wenn man sich mal schön diese Seite von, wenn man sich das Auto mal von der Seite anguckt, dass es ziemlich kurz ist. Ja, wir haben jetzt hier eine Gesamtlänge von 5,28 Meter mit Deichsel. Das ist sehr, sehr kompakt. Auch die Höhe, ja, ich sehe neben dem Wohnwagen nämlich aus wie ein Riese, aber das zeigt man dann auch noch mal von innen, was der denn dann auch kann, um diese Höhe, die Stehhöhe zu verändern. Wir haben dann hier ganz normal unseren Frischwassertank. Hier sind es 30 Liter. Die normale Toilettenkassette kennt man auch aus den Karawans. Ja. Dann hier natürlich unseren Stromanschluss, nichts Besonderes. Hier unten haben wir jetzt diese tollen Ariba Leichtmetallfelgen im 5-Speichen-Design. Gerade auch mit dem Anthrazit wirkt es nochmal ganz schön mit dieser Metallic-Lackierung, mit dem Glattblech. Wenn wir weiter hintergehen, haben wir natürlich unsere Stützen und auch vom Blick hinten drauf ist auch der Touring wieder einzigartig mit dem GT 430 hier schön eingefasst mit so einer metallenen Griffe, um den Touring auch zu rangieren. Ja, sieht an für sich sehr stimmig aus. Wir haben jetzt hier hinten noch mit dem GT-Paket eine zusätzliche Stauraumklappe. Gucken wir uns auch gerne mal an, weil wenn man da mal durchschaut, da ist ordentlich Platz drinnen, ne? Da kann ich einiges beladen. Das ist halt bei den Ariba-Wohnwegen grundsätzlich ein großer Vorteil, dass man immer viel, viel Staufläche hat. Die ist jetzt auch von innen beladbar, aber ich kann natürlich, wenn ich Tische, Stühle und sperrige Materialien habe, die schön hinten reinladen. Richtiges Plus. Aber ich hätte gesagt, wir schauen uns den Touring mal von innen an, weil da wird es nämlich jetzt richtig lustig. Kommt gerade mit rein. Man merkt schon, ich bin 1,88 groß. Ich muss hier meinen Kopf einziehen, aber das ist ja das Witzige beim Touring. Ich kann hier jetzt praktisch gerade
diese Häkchen hier. Lösen. Ziehe ich hier einmal nach unten. Und dann sehe ich praktisch diese Zauberei. Ich mache jetzt dieses coole Außendach hoch. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal von außen an. Finde ich jetzt nochmal so ein sehr, sehr cooles, lustiges Bild. Das ist halt das, was den Touring so ausmacht, dass er sich verwandeln kann in ein richtiges Platzwunder. Ja, und jetzt, wenn wir hier reinschauen, wir haben hier jede Menge Stehhöhe geschaffen. Ich kann hier super gut stehen, selbst wenn ich aufrecht stehe. Genau, wir haben jetzt hier ganz normal unser Holzdekor, was beim Touring so drin ist. Die Sondermodelle wie jetzt der 60 oder der Rockabilly oder der Ocean Drive, die haben natürlich auch noch andere Dekore, also ist auch in anderen Dekoren erhältlich. Dann hier natürlich ganz klassisch, wie man es von Hymer und Eriba kennt, diese schöne Abdeckung von der Spüle kann ich auch ganz toll zu einem Schneidebrett hier umwandeln. Wir haben ganz normal unseren 2-Flammen-Gaskocher mit Piezo-Zündung mit drin. Auch noch sehr rustikal und klassisch gehalten. Und einen 70-Liter Absorber-Kühlschrank, der auch mit dem Gasbetrieb funktioniert. Ja. Genau. Hier hinten befindet sich dann unser Bett mit einem schönen Lattenrost. Nicht wundern, diese Matratzen sind jetzt noch komplett eingepackt. Wir wollten die jetzt nicht auspacken, weil es sich ja hier um ein Ausstellungsfahrzeug handelt. Aber dann kann ich hier praktisch die Matratze schön aufstellen. Und ich habe hier so ein Klicksystem, das heißt einfach schön hochklappen. Jetzt kann ich hier den Stauraum, den wir vorhin von außen gesehen haben, beladen und dann natürlich auch einfach wieder runter machen. Da habe ich und da unten habe ich dann noch meinen Warmwasserboiler mit drin. Und ja, hier oben habe ich dann einen schönen großen Kleiderschrank mit Kleiderstange, selbstverständlich hier unten. Meine Heizung mit Gebläse. Auch hier ist noch ein bisschen Elektrik verbaut. Aber natürlich das große Plus, ich habe hier einen schönen großen Kleiderschrank, wo ich meine Klamotten einhängen kann. Hier oben jetzt noch eine 230 Volt Steckdose. Auch die sind ja, werden ja immer gefordert von euch. Haben wir hier natürlich auch verbaut. Und ganz lustig, ist gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben, aber natürlich auch eine Toilette mit Bad. Für die etwas größeren Menschen weiß ich nicht, ob das in Frage kommt. Ich kann jetzt hier nämlich auch lustig drüber gucken. Ich meine aber unter Partnern dürfte das, denke ich, auch kein Problem sein. Und ansonsten hier vorne dann einfach noch unsere Sitzgruppe. Man muss gestehen, ich finde es jetzt hier auch sehr gemütlich. Trotz alledem ist es natürlich gewöhnungsbedürftig, das habe ich schon mal dazu gesagt. Ich habe hier noch zusätzlich Stauraumfläche, ich kann hier Bücher und sonstiges noch reinpacken in diese Öffnungen hier vorne und hinten. Und diesen Tisch kann ich selbstverständlich auch noch hier unten einhängen, praktisch dann rumklappen. Könnte ich nochmal so ein kleines Notbett für etwas kleinere Personen, also beispielsweise Kinder, kreieren. Exilien, also die Polster sind jetzt der Stoff Vajon, heißt es. Ich habe hier auch mal den Prospekt mir zur Seite gezogen, weil hier kann ich jetzt nämlich auch schön sehen, was ich für Ausstattungsmöglichkeiten habe. Wenn wir hier gerade mal kurz draus filmen, diese Polstermöglichkeiten habe ich in dem Touring. Einmal die Serienausstattung Maraldi, Leano und Fajon und Sonderausstattung Pico, Samora und Grazia kann ich dann noch wählen. Das Holzdekor bleibt gleich. Bei den Sondermodellen habe ich noch ein anderes Holzdekor, beim Ocean Drive, beim Rockabilly, aber natürlich auch bei der 60s Edition, die jetzt von Eriba rausgekommen ist. Und genau, so kann man sich natürlich auch sein Eriba selbstständig zusammenbauen. So, ich komme hier mal wieder raus. Mittlerweile hat es jetzt auch schon angefangen zu regnen. Natürlich weiß ich, dass der Touring nicht jedermanns Sache ist, aber wir sagen es ja immer dazu, es ist ein besonderer Caravan. Trotz alledem ist er sehr beliebt. Ja, der ist schon nahezu ausverkauft. Ich finde ein cooles Produkt
macht Spaß, ist lustig. Ob das dann dein Caravan ist oder halt nicht, das ist die Frage, aber grundsätzlich ein cooles Teil. Wir haben auch oben noch auf dem Dach GFK voll verbaut, noch die Markise zusätzlich mit einer Beleuchtung. Also der Wohnwagen kommt auch ungefähr zwischen zulässigen Gesamtmasse zwischen 1000 und 1500. Beim Triton 430 haben wir 1300 Kilogramm zulässige Gesamtmasse und auch da dann nochmal ein cooler, kompakter Caravan, der auf jeden Fall die Blicke auf dem Campingplatz auf sich zieht. So, das war's vom Touring 430 Triton. Wie immer würde es mich sehr, sehr interessieren, wenn ihr mir einfach schreibt, was ihr von dem Fahrzeug jetzt haltet. Wie gefällt euch der Touring? Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns einen Daumen da lasst auf dem Video und selbstverständlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dass ihr ein Abo auf unserem YouTube-Kanal GymaTV da lasst und bitte auch nicht die Glocke vergessen. Das war's jetzt von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.